herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute wird es wieder experimentell. Ich habe mir schon seit längerer Zeit mal vorgenommen, selbst Speck herzustellen. Und das mache ich heute in dieser Folge. Das wird eine gewisse Zeit dauern, aber keine Sorge. Ihr braucht jetzt also nicht befürchten, dass ich dass das jetzt eine ewig lange Serie wird. Ich werde also diese Folge erst veröffentlichen, wenn quasi der Prozess abgeschlossen ist. Und vor allen Dingen ist jetzt halt nicht klar, ob das Experiment gelingen wird. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich aus der Erfahrung mache. Das sind viele spannende und neue Techniken und Rezepturen dabei, aber am Ende dieser Folge solltet ihr idealerweise wissen, ob das zur Nachahmung empfohlen ist oder nicht. Ich zerkleinere jetzt gerade Pfeffer. Wir müssen jetzt natürlich das Fleisch würzen, vor allen Dingen reichlich salzen. Und da kommen wir auch schon zu der ersten wichtigen Frage. Ich habe natürlich wieder viele Rezepte mir angesehen, wie man diesen Speck selber herstellen kann. Und da ist natürlich eine Vielzahl an Gewürzen denkbar. Ich werde es relativ einfach halten, weil ich eben wie immer erstmal wissen möchte, wie das Produkt sozusagen jetzt mit wenig Variablen sozusagen so schmeckt. Und dann kann man immer noch, wenn das gelungen ist und alles, dann kann man immer noch anfangen, mit Gewürzmischung zu experimentieren. Pfeffer und Salz werden auf jeden Fall dabei sein. Ich habe hier einen frischen Lorbeer. Den hat mir meine Mutter geschenkt. Lorbeer ist auch so ein typisches Fleischgewürz und gerade auch im Zusammenhang hier mit dem Speck taucht er doch relativ häufig auf. Und der frische Lorbeer ist natürlich auch nochmal, ja, so fast so ein bisschen fruchtig. Also ich habe das wirklich zu schätzen gelernt. Im Gegensatz zu dem trockenen, der ist natürlich auch noch aromatisch und alles, aber dieser frische Lorbeerblätter sind wirklich ganz toll. Salz ist auch eine wichtige Frage, denn es gibt das sogenannte Pökelsalz oder Nitritpökelsalz. Das wird häufig eingesetzt. Es wird eigentlich für Anfänger auch empfohlen. Ein Effekt von Nitritpökelsalz ist, dass es dass die Fleischfarbe konserviert. Das geht eine Verbindung mit dem Hämoglobin ein, das im Fleisch enthalten ist und stabilisiert es. Also selbst wenn man das dann trocknet und räuchert oder sonst irgendwie gart, es bleibt halt rosig. Und ein anderer Effekt ist, dass es eben auch Keime abtötet. Allerdings steht es auch in Verdacht, krebserregend zu sein, beziehungsweise aus den Reaktionen mit dem Nitritpökelsalz oder beim späteren Garen können Verbindungen entstehen, die krebserregend sind. Und darum findet man auch immer häufiger Rezepturen, die ohne Nitritpökelsalz arbeiten. Dann muss man natürlich wesentlich sorgfältiger arbeiten, wenn man nur Salz verwendet. Aber auch das ist möglich und ich habe mich gerade dafür, also ich habe Nitritpökelsalz hier, aber ich werde das Ganze hier mal mit Salz und Zucker probieren. In den amerikanischen Rezepten ist auch noch viel Zucker enthalten. Ich habe jetzt hier braunen Zucker verwendet und mache hier jetzt so eine Mischung. Und dann gibt es halt noch eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man das Fleisch dann pökelt oder einsalzt. Denn man kann das entweder in einem Plastikbeutel machen, im Kühlschrank, oder viele vakuumieren das dann auch ein, haben ja mittlerweile auch immer mehr Leute diese Vakuum-Schweißgeräte, wo man dann so das in einem Beutel fest und ohne Luft verschließen kann. Und dann gibt es halt auch noch das Trockenpökeln.
Das werde ich jetzt machen. Das heißt, das Salz wird ja Flüssigkeit aus dem Fleisch herausziehen und das muss man dann halt regelmäßig auswechseln, beziehungsweise eben dann die Flüssigkeit verwerfen und dann wieder frisches Salz und dann gegebenenfalls auch Gewürze nochmal nachgeben. So, und da es hier in der Küche, die ich im Moment benutze, relativ kühl ist, brauche ich, glaube ich, auch keinen besonderen Raum, wo ich das jetzt aufbewahre. Also Keller würde gehen. Das ist aber hier von der Küche aus eine ganz schöne Strecke. Mal sehen. Wenn das hier zu warm wird, dann werde ich das noch umlagern, aber sonst müsste es eigentlich auch so gehen. So, jetzt habe ich Salz und Pfeffer dran und Zucker, braunen Zucker. Und man sieht auch schon, dass das Fleisch hier rapide an Flüssigkeit bildet. Jetzt nehme ich hier noch ein paar Lorbeerblätter von dem kleinen Sträuchlein. Da ist es immer ganz hilfreich, wenn man die Blätter so ein bisschen seitlich einreißt, dann können die ätherischen Öle auch austreten. Und natürlich, ich stecke das jetzt hier so zwischen das Fleisch, dass das direkt dann auch da einziehen kann. Beziehungsweise könnte man das Fleisch jetzt auch drauflegen, aber so müsste es auch gehen. Gut, und dann kann man eben so Dinge wie Nelken, Piment, kräftige Gewürze sind da halt immer ganz gut. Und da könnt ihr das also nach eurem Belieben abwandeln. Das werde ich jetzt über mehrere Tage sozusagen wiederholen. Wenn sich da jetzt noch mal was Neues ergibt, werde ich noch mal eine Aufnahme machen. Sonst treffen wir uns wieder, wenn ich den nächsten Arbeitsschritt mache. Genau, also bis dann. So, da bin ich wieder. Es ist jetzt ungefähr eine Woche vergangen. Ich habe, wie ich schon angekündigt habe, diese Stücke Bauchfleisch jetzt mehrere Tage lang immer wieder eingesalzen und eben frei aufgehängt. Ich hatte dafür extra so Fleischhaken besorgt, die aussehen wie Kleiderbügel aus der Hölle, also mit so langen Zacken dran. Und da kann man das so der Länge nach aufspießen und dann wabbelt das auch nicht rum, sondern hängt gerade. Und habe es eben kühl gelagert und auch trocken. Und wie gesagt, immer wieder die Flüssigkeit, die sich gesammelt hat, verworfen. Und entsprechend Zucker habe ich nur beim ersten Mal dran getan und dann aber immer wieder nachgesalzen mit grobem Meersalz. Und auch die Lorbeerblätter habe ich immer wieder mal zum Fleisch hinbewegt. Aber wie schon gesagt, ich wollte jetzt nicht so viel mit Gewürzen machen, weil ich erst mal probieren wollte, ob das so, wie das so schmeckt. Jetzt sind wir schon weiter. Ich habe das Salz dann abgewaschen gestern und habe das Fleisch nochmal trocken getupft und bis heute nochmal kühl gelagert und getrocknet. Und der nächste Schritt war, ich habe hier so eine, im Grunde so eine Grilltonne oder Feuertonne, in der man auch räuchern kann. Das hatte ich also auch schon lange vor und lange geplant und vorbereitet. Und da hatte ich jetzt Buchenholz, beziehungsweise auch bisschen Kiefernholz erstmal so angebrannt, bis das Feuer runtergebrannt ist. Hier waren auch noch ein paar Zweige Apfelbaum vom Obstbaumschnitt. Die habe ich dann auch mit reingetan. Ist also alles schön runtergebrannt. Und gestern hatte ich auch schon in einem Eimer ein paar grobe Buchenholzspäne angefeuchtet. Da gibt es also auch verschiedene Möglichkeiten. Manche benutzen Räuchermehl.
Das ist dann im Grunde feiner zerkleinertes Holz. Da gibt es dann auch die verschiedensten Holzarten als Räucherware. Ich hatte jetzt vor längerer Zeit mal so ganz grobe Buchenspäne gekauft. Und wie gesagt, wenn man die ein bisschen anfeuchtet, dann geben die auch schönen Rauch. In meiner Tonne habe ich mehrere Stufen, das ist so ein ganz einfaches Ding. Und unten habe ich dann das Feuer drin gemacht und darüber konnte man nochmal eine Schüssel befestigen, in der ich Wasser eingefüllt habe. Das hat den Vorteil, dass dann das Fett, das dann jetzt bei der Wärme doch vielleicht austreten kann, nicht direkt in das Feuer oder in das Räucherholz kommt und dann eben verbrennt und unangenehme Geschmäcker bildet, sondern es tropft dann eben in diese Wasserschüssel. Außerdem kühlt es nochmal etwas. Ich habe jetzt zwischendurch schon mal reingeguckt. Das Fleisch hat eine sehr schöne Farbe. Allerdings glaube ich, dass es vielleicht doch noch etwas zu heiß war, weil es scheint mir, dass das Fleisch auch ein bisschen gegart wurde. In dem Fall, ja, wäre es jetzt halt heiß geräuchert und nicht kalt geräuchert. Beim Kalträuchern sieht man halt entsprechend zu, dass da eben nur das Räuchermehl so vor sich hin kokelt und Rauch bildet und das Fleisch eben gar nicht so Temperatur bekommt. Das war jetzt in diesem kleinen und improvisierten Setting und auch bei diesem ersten Versuch scheinbar nicht so gelungen. Ich wollte auch vermeiden, dass das Holz so weit runterbrennt, dass es dann nachher überhaupt keine Hitze mehr gibt und entsprechend die Späne gar keinen Rauch mehr entwickeln, die ich da drauf tue. War jetzt also für den ersten Versuch, wir werden es nachher probieren, dann ja, vielleicht nicht so ganz glücklich, aber vielleicht stellt sich auch heraus, dass das ganz cool ist. Nächster Schritt wäre, ich lasse das jetzt noch ein paar Stunden lang räuchern, dann hängt man es nochmal kühl auf, möglichst dann auch luftig, dann soll es nochmal ein bisschen abkühlen und trocknen, die Aromen sich entwickeln. Und ja, dann sollte es haltbar sein, lagerbar und eben fertig geräuchert. Und dann kann man es probieren. Und das werde ich dann machen. Es wird also auch noch einen dritten Teil geben. Jetzt habe ich euch so ein bisschen informiert, wie das Experiment soweit gelaufen ist. Ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen gelernt, die ich vielleicht beim nächsten Mal dann anders, hoffentlich auch besser machen werde. Aber das vielleicht nehme ich euch dann nochmal mit, wenn ich das mache. Es gibt ja noch so viele Dinge, die man räuchern kann, außer Bacon. Und vielleicht mache ich dann auch irgendwann mal eine Wiederauflage. Aber erstmal probieren wir jetzt, wie dieses Experiment ausgeht. Da muss ich jetzt nochmal ein paar Tage verstreichen lassen. Und dann werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann erstmal bis später. So, hallo und jetzt mal zum letzten Teil unserer Bacon-Sendung hier. Ich habe vor ein paar Tagen das erste Stück Bacon probiert. Wie gesagt, von außen sehen die Stücke schon sehr schön aus. Tatsächlich tritt nach wie vor auch noch ein bisschen Flüssigkeit aus. Entsprechend habe ich sie an einem luftigen Ort aufgehängt, damit die Stücke noch ordentlich durchtrocknen können und wirklich überhaupt keine Angriffsfläche mehr für irgendwelche Pilze oder Bakterien ist. Von außen sehen sie sehr schön rötlich gefärbt aus. Ich werde natürlich ein Foto für euch machen für die Sendung, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen kann. Ich habe auch natürlich das Stück dafür angeschnitten für die Kostprobe. Und wie erwartet, da ich kein Nitritpökelsalz verwendet habe, war es jetzt nicht so schön rosig. Also quasi, dass es aussieht wie rohes Fleisch, sondern leicht grau, wie gegartes Fleisch eben. Und genau, dann habe ich so millimeterdicke Scheiben abgeschnitten und auch dann in der Pfanne gebraten. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, das Nitritpökelsalz soll auch für eine antibakterielle Wirkung sorgen, also das Ganze so ein bisschen sterilisieren. Und da ich das nicht gemacht habe, ist es sicherer, dann diesen Speck zu garen oder gekocht oder wie auch immer nochmal erhitzt zu verspeisen. Zum Geschmack, der war jetzt natürlich ja okay.
Da ich jetzt nicht so viele Gewürze und Aromen da dran gegeben habe, wie man es machen könnte und wie es in den Rezepten, die ich gesehen habe, auch oft gemacht wird, da hatte ich ja einige Beispiele genannt, schmeckt es jetzt hauptsächlich eben nach dem Schweinespeck. Und es war ausgesprochen salzig. Also für so, es wurde sehr schön knusprig. Für bestimmte Gerichte werde ich das verwenden, aber für so den Verzehr zu Spiegeleiern oder Rühreiern und zum Frühstück als gebratene Scheiben eignet sich das, glaube ich, nicht so. In verschiedenen Rezepten wurde tatsächlich, ob jetzt nass oder trocken gepökelt wurde oder eingesalzen, das Fleisch in manchen Fällen tatsächlich auch nochmal gewässert, was ich jetzt beim Trockensalzen ein bisschen paradox fand und es deshalb auch nicht gemacht habe. Aber wenn das Fleisch tatsächlich auch nicht zu salzig sein soll, muss man scheinbar auch einen Teil des Salzes dann wieder rauslösen. Es sei denn, man hat jetzt kein Problem damit, dass das sehr salzig ist. Also ich habe mir jetzt schon ein paar Gerichte überlegt, also zum Beispiel tut man Speck ja auch gerne zu Kohlgerichten oder auch zu Bohnengerichten. Das werde ich jetzt in der nächsten Zeit einfach mal kochen und entsprechend das mit den Gemüsen oder Hülsenfrüchten garen und dann eben da kein Salz mehr da extra hinzugeben. Das zieht sich dann beim Kochen aus dem Speck hoffentlich so weit raus, dass beides angenehm von dem Salzgehalt her ist. Und von daher muss ich jetzt nichts wegwerfen und von daher würde ich das jetzt auch nicht als gescheitert sehen, das Experiment. Aber da das Konzept oder die Idee ja war, eigentlich richtig Bacon herzustellen, werde ich da auf jeden Fall nochmal neue Versuche starten. Das Räuchern auf jeden Fall hat ausgesprochen gut funktioniert. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen experimentieren, dass die Hitze beim Räuchern nicht so hoch ist. Muss sie ja auch nicht sein. Hatte ich jetzt sicherheitshalber halt sehr viel Holz verbrannt, damit eben das nicht während des Räucherns mit diesen feuchten Buchenspänen dann ausgeht und das irgendwie nur so halb geräuchert ist. Aber ich denke, da werde ich mich über die Zeit dann auch rantasten und da den richtigen Weg finden. Von daher, das Projekt hat Spaß gemacht. Es ist noch viel Luft nach oben. Aber wie gesagt, es ist halt nicht in die Hose gegangen. Und dass man jetzt sagen müsste, das schmeckt überhaupt nicht oder kann man nicht verwenden, das Ergebnis, das nicht. Von daher, wenn ihr da mehr Erfahrung habt mit dem Räuchern oder andere Ideen, Herangehensweisen, Rezepte vielleicht sogar, meldet euch gern. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel.